sehr, was die machen und grüß euch, die Buben. Ja, bin wieder unterwegs, möchte nur eine Kleinigkeit umfahren auf Stopfenreuth, weil gestern am Spitzerberg war ja die Hölle los. Ich denke mal, dass da auch sicher etliche unterwegs sind und das Wetter noch ausnutzen. Aber ich werde mich da jetzt ein bisschen in den Dschungel reinschlagen, wie ich sehe, mein Allerliebstes. Und dort, wo ich hingehe, da treffe ich heute sicher niemand. Dort waren wir eh schon ein paar Mal. Und dort werde ich auch wieder hingehen, neben dem kleinen Wasser da, wo ich das vorletzte Mal schon dort war, dort wo es schön war, nur diesmal wieder auf der Vis-à-vis-Seite. Und da werden wir ein bisschen weiter nach hinten scouten, schauen wir mal, was wir alles entdecken. Und diesmal gibt es ein paar Würsteln wieder mal. Möchten wir mein Hobo ein bisschen anheizen? Ja, schauen wir mal, wie es wird. Also, man sieht sich später. Ja, da vorne das letzte austrickerte Wasserloch, so wie es ausschaut. Die werde jetzt ein bisschen in die Richtung weiter schauen. Eine sehr schöne Gegend da. Da gibt es gar nichts zum Nutzen. Geile Gegend. Ja, so wie es ausschaut, war da auch der Biber am Werk, das dürfte aber auch schon länger her sein. Ja, jetzt hat der Specht eine tolle Arbeit geleistet. Wenn wir das anschauen, ist ja Wahnsinn, da geht es locker 30 cm rein. Der wird bald liegen. Geil, oder? Der Riese wird sicher einen gewaltigen Krocher gemacht haben, wie der umgefallen ist. Wahnsinn. Faszinierend, kann man da mal sagen. So, jetzt bin ich wieder am Wasser herum. Herrlich. Ja, das war halt da ein Traumplatzl. Aber ich will meinen Hugen anwerfen. Ein bisschen was windgeschützt, da ist schon immer noch. Schaut euch das an, was der Bibermeister da umliegt. Das ist ja gewaltig. Ja, die Gegend ist für einen prädestiniert. Da ist auch eine Menge umgefallen. Mann, nicht jetzt, sondern eh schon länger. Da kann wahrscheinlich der Wind schon reinziehen. Oh, da riecht es jetzt auch extrem nach Maggi. Vorne ist jetzt ein bisschen dichter das Ganze. Schauen wir noch mehr Stücke. Ja, da ist rings um mich eigentlich alles umgehoben, aufgehoben. Ja, da werden es aber geht zum Saufen auch. Ja, Freunde, da drin grunzt was. Hat auch gerade Blasen und Zähne klappern habe ich auch schon gehört. Das heißt für mich Rückzug. Zähne klappern ist ein eindeutiger Beweis, nicht weiter. Gut, ich gehe jetzt gemütlich durch. Ja, Freunde, ich glaube, da bin ich wieder safe. Ich rieche keinen Magigeruch mehr.
Also ich will mich sicher nicht profilieren, ich bin kein Wildschwein-Spezialist. Aber es kennt meine Videos, ich bin schon genug begegnet und ich weiß, wenn sie Alarm schlagen. Also wenn sie mal schnauben, das ist noch halbwegs okay. Aber wenn sie mal anfangen mit den Zähnen zum Klappern, dann bist du verdammt noch. Und ich schätze, es wird wieder Kessel gewesen sein. Also quasi mit Frischling ein Bache. Und der Bache kann ein Dreckser sein. Die beißt nämlich wie ein Hanser und die Herde ist auf zum Beißen, wenn sie das Teil, was beißt, nicht mehr riert. Gut, aber wie gesagt, da gibt es andere Spezialisten, die das besser wissen. Ich weiß das aus meiner Erfahrung. Also nicht, weil ich bissen worden bin. Ich bin schon extrem vorsichtig. Also ich kann so eine Wildschweinrotte schon ein bisschen deuten und es braucht es auch nicht dazu, davor rennen und auf euch zu rennen. Habt ihr keine Chance. Da gibt es noch irgendwo hinter einem Baum eventuell oder irgendwo auf. Aber sonst. Ja gut, gehen wir weiter, weil jetzt kriege ich schon langsam an Tieren Hunger. Das schaut da halbwegs gut aus. Das sind ein paar gute Bäume. Der da hinten, der steht in die andere Richtung. Ich glaube, den werden wir nehmen. Dann habe ich den da ein bisschen da quer. Windschutz, ja. Ja, Freunde, Platzl gemacht, Feuer, schon mal alles vorbereitet, Holz gemacht, geschnitten, pardon. Ein bisschen Ausgaben für meinen Pico-Grill da. Ja, was gibt's heute wieder? Es gibt einmal wieder meine Waldviertel. Babyfeinst, dazu ein Stückerl Brot, natürlich ein Händelmeier, ist ja sowieso klar. Und im Endeffekt habe ich noch so Partyspießchen, habe ich noch ein paar daheim gehabt. Da mache ich mir noch ein paar dazu, die futtern wir so. Ja, aber jetzt werden wir mal schon langsam dann ein Feierlchen machen. Meine Innspieße mache ich wieder auf da. Die Spieß habe ich wieder mit dabei. Also ein Zunderfuchsel wieder. Ja, die leckeren Würsteln. Und die haben auf diese Grillspießerl. So. Einmal. Ich hab da ein bisschen mein Löschstecken dahinter hingehängt, sicherheitshalber. Hunger. Na, wart mal. Ja, ich glaube, die ist fertig. Ja, Freunde, so schaut das aus im Schneckenhaus. Mahlzeit. Wieder mein typisch Waldviertler. Einfach perfekt. Spießchen. Gewaltig, gewaltig. Ein Gedicht. An Energy. Oh. Gewaltig. Ja. Der Händelmeier-Geschichte. Sorry, der Händelmeier-Geschichte. Mal wieder einen neuen kaufen.
hier was gegangen. Ja, mein Pferd brennt wieder. Da habe ich schon nachgelegt. Weil jetzt gibt es nämlich noch was. Und zwar, ich denke, ich habe das noch nicht gesehen. Man, wenn du das gelbe Ding siehst, die Banane sagt man dazu, werdet ihr das wahrscheinlich kennen, aber nicht mit dem, was ich bestücke. Ich glaube, das ist heute eine heiße Banane mit Unikat-Versüßung. Ja, die Banane kennt wahrscheinlich jeder. Gelb, krumm, nein, noch nicht. Die haben wir sie dann aufs Feuer. Ich habe jetzt einmal nachgelegt, da warten wir, bis wir Glut kriegen. Und da werden wir sie jetzt einmal ein bisschen aufschneiden, ein bisschen herrichten. So, und normalerweise kommt da auch Schokolade rein. Der kommt bei mir jetzt auch rein, aber das kommt jetzt eine Spezialschokolade rein. Und zwar, das müssen wir alles herrichten, dass das genau passt. Ist ja nicht so einfach. So, die Banane ist jetzt halbwegs hergerichtet. Ich hoffe, das passt so. Keine Ahnung, ich habe das auch noch nie gemacht. Das ist jetzt eine Premiere. Und ihr wisst ja, dass ich keinen Alkohol trinke, außer einer Sache. Mon Cherie. Und die kommen da jetzt rein. Einmal. Zwei. Drei. So, Freunde, jetzt sagt ihr mal, das habt ihr schon mal irgendwo anders gesehen, außer bei mir. Wenn ich da mal Bananen drauf habe, machen wir sie dabei. Ein Kaffee. Jetzt habe ich wieder meinen kleinen Brenner mit. Ja, mit dem anderen Gas schaut das schon ein bisschen besser aus. Der dampft herrlich. Ja, Freunde, Krankensesseln. Wie immer, ihr seid meine Ersten, an die ich denke. Gesund werden, aufpassen auf euch. Und dann an alle anderen. Prost, Freunde. Bier lädt ihm wieder. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und da kommt jetzt der Banane drauf. Ja, schaut gut aus. Ja, Carlos-Kreation. Banane mit Mon Cherie. Herrlich. Ja, ich glaube, die werde ich mal holen können. Schauen wir mal. Ja, hui. Ja. Käfchen. Und mein Nachtisch. Gigantisch. Ja, Freunde, werden wir das da jetzt einmal schmecken lassen. Geilovic, Geilovic, Geilovic. Habe ich noch nie gegessen, sowas. Ist wahrscheinlich auch nicht. Weg ist. Ja, Freunde, ich kann euch sagen, sowas exquisit habe ich überhaupt noch nie gegessen. War vom Feinsten, muss ich sagen. Deliziös durch und durch. So, der ist auch leer. Wie schauen wir aus? Super Zeit haben wir auch. Ja, einen Bärlauch muss ich noch holen. Chefin hat wieder gesagt, ich muss noch mitnehmen. Zwei Sackel voll, das mache ich da vorne, da ist auch schön groß. Ja, ich habe eigentlich einen schönen Nachmittag da gehabt mit Pipi-feinsten Essen und allen Pipapo. Ja, Freunde, ich rahme jetzt da zusammen. Wie das funktioniert, brauche ich euch gar nicht sagen. Ich schalte nachher wieder ein, bevor ich weggehe, beim Saubermann, wisst ihr.
So, da, das haben wir wieder alles zugemacht. Wir werden drauf Wasser wieder aufgeklärt. Und ich werde da gehen. Ja, wieder mal ein herrliches Tagerl. Super. So. Ich will da jetzt auch noch wieder rausgehen. Wir haben jetzt zusammen. Das sind schöne große. So, zwei halbe voll und jetzt geht's zum Auto. So, da ist schon die Wiesenfläche, wo ich reingegangen bin. Sehr gut. Da haben wir wieder retour in der Zivilisation. So, da vorne steht dann meine Droschke. Ja, Freunde, ich bin wieder beim Auto angekommen. Da ist wieder die Hölle los da draußen. Ah, jetzt sehe ich ein Auto nach dem anderen. Vorbeigehe. Ja, ich mache es diesmal kurz. Ich sage wie immer danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Wochen. Gesund bleiben, aufpassen und servus die Mauern und pfiat euch die Buben.